Hallo, heute mal nicht von meinem üblichen Coaching-Spot aus, den ihr vielleicht schon vom letzten Mal oder vom vorletzten Mal kennt. Heute bin ich einfach mal gemütlich zu Hause, aber das soll mich nicht daran hindern, mich trotzdem euren vielen Kommentaren zu widmen. Da gab es dieses Mal einige, die gut zusammenpassen. Das heißt, heute geht es ganz darum, wie man mit dem Ex gut schreiben kann. Und wir starten am besten gleich los, würde ich sagen. Der David S. bringt uns in die heutige erste Frage. Kurz und simpel, nämlich, was schreiben, wenn sie neutral antwortet? Dazu hole ich ganz kurz ein bisschen aus, denn was meinen wir mit neutraler Antwort? Es klingt so, als wird der David S. schon mit dem Kurs von Stefan und mir arbeiten, denn da unterteilen wir die Antworten immer in drei Kategorien. Einerseits gibt es natürlich die positive Antwort, über die freut man sich am allermeisten. Dann gibt es die neutrale Antwort, die spricht hier der David an. Und dann gibt es leider auch noch die negative Antwort, also wenn es nicht so gut läuft. So Daumen mal Pi, würde ich sagen. Alles, wo der Ex mehr als nötig antwortet, all das wäre quasi positiv. Ja, also wenn er vielleicht noch eine Nachfrage stellt oder noch eine Info dazu gibt, ein neues Thema anreißt, so in die Richtung. Negativ ist wahrscheinlich auch selbsterklärend, alles wo der Ex eher so eine Mauer baut, wo es nicht weitergeht, was eher irgendwie abschließend ist, im schlimmsten Fall vielleicht auch ein bisschen gemein die Antwort ist, im allerschlimmsten Fall eine Blockade. Negativ wäre die Antwort dann auch, wenn auch nach langem Warten gar keine Antwort kommt. Und das, was jetzt dann immer so ein bisschen schwer ist, ist natürlich die Abschätzung, ist das jetzt positiv oder halt neutral. Neutral wäre jetzt das, wo der Ex einfach nur das antwortet, was halt so gefragt ist, so auf die Art, aber jetzt nicht großartig macht, dass das Gespräch weitergeht. Das ist jetzt natürlich, wenn du an einen normalen Chat denkst, nicht immer so, dass jeder automatisch so einen Absatz schreibt, wo die Frage beantwortet ist und es weitergeht. Manchmal ist das nicht nötig, da ergibt sich der Chat eh so im Hin und Her schreiben. Aber beim Ex-Zurückgewinnen ist es ja vor allem am Anfang, direkt nach der Kontaktsperre, meistens so, dass die Nachrichten tendenziell eher so für sich stehen. Da schreibt man was, dann vergehen ein paar Tage oder nur Stunden, dann kommt eine Antwort, dann wartet man, dann kommt die nächste Nachricht und so weiter. Ja. Da kann man dann, das ist dann nicht so ein flüssiger Chat und da merkt man dann schon an der Antwort vom Ex, will der jetzt eher einen Stopp haben oder will der Ex eh schon wieder mehr schreiben, kann schon weitergehen. Das heißt, jetzt schaue ich noch einmal auf die Frage, was tun, wenn sie eben neutral antwortet? Würde ich vorschlagen, je nach Phase natürlich auch, aber eher mal bei dem Thema bleiben, vielleicht von selbst noch ein Statement dazu machen oder einfach ein Thumbs up oder ein passendes Emoji schicken oder ein GIF, aber eher dann auch Gespräch beenden, gut sein lassen, je nach Phase, wo man gerade ist, kann man ruhig auch im Ex-Zurück-Plan befolgen, einfach wie viele Tage Abstand da gerade kommen, schau einfach, wo du gerade stehst, warte die Phasen ab und dann einfach entweder Follow-up, gleiches Thema, gleiche Nachricht oder Themenwechsel, neues Thema, wieder schön anders bezogen. Das kann man ruhig, ohne schlechtes Gewissen, ein Zeitl mitmachen. Du spürst wahrscheinlich selber die Grenze, wenn du merkst, das ist jetzt komisch, es ist jetzt Interviewmodus, ich frage, es kommt kein Gespräch zustande. Dann muss man eine Art Pattern Interrupt machen und passenderweise fragt uns da The Rock 28 genau diese Frage, nämlich manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mir nicht schreibt, sondern mir nur antwortet. Also das klingt jetzt sozusagen nach diesem klassischen Interviewmodus, wie ich ihn immer nenne, weil man stellt eine Frage, Ex schreibt freundlich zurück, aber so ein klassischer Chat, der auch mal Spaß macht, wo Gefühle vorkommen, wo ein Bild vorkommt, wo auch mal was vom Ex kommt, das, wo wir dann eigentlich hinwollen nach dem Kontaktaufbau, das kommt mit dem Frage-Antwort-Spielchen nicht so leicht zustande.
Da ist dann wieder mal die Frage, was machen wir jetzt? Und da schlage ich dann den Pattern Interrupt vor. Das heißt, entweder, also wir müssen überlegen, okay, wir sind in einem Muster drin, wie kann man machen, dass es stoppt? Je nach Situation und auch welche Art von Zutaten die Situation halt hergibt, kann man viel Verschiedenes machen. Ja? Zum Beispiel, man kann über ein anderes Medium zurückschreiben, man kann auf eine Story antworten und das dann dort weiterführen. Man kann selber keine Frage stellen, sondern nur Info schreiben. Man kann was Altes wieder hochnehmen. Man kann einen Wechsel machen von Schreibkontakt zu Sprachkontakt mit Sprachnachricht. Man kann anrufen, man kann es ansprechen, wenn man sich spontan mal über den Weg läuft. Das ist jetzt halt die Frage, ja, was für Zutaten hast du in deiner Situation, die du verwenden kannst. Hin und wieder, und dazu gibt es auch einige Videos schon hier im Kanal, hin und wieder ist es gut, wenn man das Ganze anspricht. So im Sinne von, hey du, ich habe das Gefühl manchmal, dass das Schreiben komisch ist zwischen uns, passt das eh so für dich, wenn wir das so machen? Also, dass man sich da Bestätigung holt vom Ex, dass es okay ist zum Schreiben. Schau auch hier, überprüfe, ob dein Ex überhaupt ein Schreibetyp ist, weil wenn der Ex schon zu Beziehungszeiten eher nicht so fröhlich war, jetzt da großartig im Chat zu schreiben, wird er das jetzt nach der Trennung sicher auch nicht so fröhlich tun. Also hier auch wirklich individualisieren und gut nachschauen, was kann man tun, was kann man anpassen. So gefühlt hält man diesen Interviewmodus ein bisschen aus und man muss auch einiges aushalten beim Ex zurückgewinnen. Ich weiß, es ist nicht immer so leicht. Nur man hat nichts davon, wenn man ewig in dieser Phase bleibt. Also da, auch wenn du spürst, du kommst an deine Grenzen, gut schauen, dass du Variationen findest. Und hier im Kanal gibt es ja auch viele Inspirationen dazu. Und dann gab es noch eine Frage, die auch gut dazu passt, von Haru Horo. Nämlich, was soll ich antworten, wenn sie nichts fragt? Einerseits gibt es natürlich die Fragen mit Fragezeichen, wo ganz klar ist, worauf man jetzt antworten soll. Und andererseits funktioniert Gespräch ja nicht immer nur mit Fragen, die mit Fragezeichen enden, sondern auch einfach Statement, 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 Statement. Das heißt, wenn sie jetzt von sich aus nichts fragt, spür trotzdem mal rein, will sie da noch was, also ist es was Weiterführendes oder ist es eher so was wie schönes Wochenende? Ja? Oder ist es eher so was wie schönes Wochenende, die Sonne soll scheinen und ich mache einen langen Ausflug. Da würde ich meinen, könnte man noch die Frage stellen, wo soll es hingehen? Man kann sagen, was man selber macht. Das klingt jetzt nicht so abweisend vom Gefühl her. Also spür hier gut rein, was irgendwie gewünscht ist und was noch möglich ist. Es ist beim Ex-Zurückgewinnen ja auch immer so eine Gratwanderung, weil einerseits muss man ja dem Ex gut empathisch begegnen, schauen, dass man ihn nicht immer gleich zum Nein treibt und gut Rücksicht nehmen und diese Langsamkeit auch herausfinden, die es halt einfach braucht. Andererseits muss man sich selbst dafür einsetzen, dass es vorangeht, dass man den Nachrichtentyp wechselt, dass du auch nicht nur ewig bei den Eisbrechern stehen bleibst. Alle, die Ex zurück mit SMS haben, die wissen das ja auch, dass man dann schon auf die nächste Stufe gehen muss, dass man die nächste Stufe testen muss, weil man darf auch nicht erwarten, dass das jetzt der Ex von selbst macht, dass er plötzlich wieder so auf einen zugeht. Manchmal kommt es vor, ist aber nicht die Regel. Also man muss auch selbst irgendwie das Pferd zu ziehen beginnen. Also da immer so das Abwägen von, okay, ist gut, paar Tage warten, nächste Nachricht beginnen. Ja, dann würde ich sagen, das war heute eine flotte Schreibrunde im Grunde. Danke für die vielen, vielen interessanten Kommentare und Fragen. Ich hoffe, das hat für heute und jetzt ein bisschen weitergeholfen. Ich freue mich auf die ganzen neuen Inputs und Fragen und bis nächste Woche. Baba!